Aristoteles ist Begründer der berühmten aristotelischen Dramentheorie. Zur Verdeutlichung: Stellen wir uns eine Theaterbühne vor. Sie besteht aus einem Bühnenboden, der eigentlichen Bühne und Seitenwänden. Damit entsteht der Anschein eines Kastens. Er vermittelt das Bild eines abgeschlossenen Raums. Nach Aristoteles ist das Bühnenbild prächtig und naturalistisch ausgestattet. Viele Requisiten kommen zum Einsatz. Man sagt, die Bühne ist reich. Eine Illusion entsteht, das auf der Bühne Gespielte scheint real. Fehlen noch die Schauspieler. Aristoteles legte Wert auf eine Identifikationsfigur. Anliegen war es, dass sie so authentisch wie möglich eins mit ihrer Rolle wird. Unverschuldetes Leid, das der Figur im Drama widerfährt, sollte Mitleid bei den Zuschauern erzeugen. Die Figuren trugen meist pompöse und grundsätzlich zeitgenössische Kostüme. Ziel des aristotelischen Theaters war das Erwecken von Emotionen auf Seiten der Zuschauer. Wunsch war deren Reinigung durch die sogenannte Katharsis. Brechts episches Theater revolutionierte die aristotelische Dramentheorie. Er bediente sich der Verfremdungseffekte. Darin verzichtete er zum Beispiel auf die pompösen Kostüme. Die Charaktere werden bewusst nicht als Identifikationsfiguren eingesetzt. Durch die geschaffene Distanz zwischen Figur und Zuschauer bleibt eine emotionale Beeinflussung des Zuschauers aus. Weiter verzichtet er auf die prunkvolle Bühnengestaltung. Seine Bühne war arm. Er verzichtet auf Requisiten und ein naturalistisches Bühnenbild. Sein Anliegen war es, die Trennung zwischen Zuschauer und Figur aufzuheben. Er bricht den abgeschlossenen Raum auf. Stattdessen tragen Brechts Schauspieler Straßenkleidung. Er setzt Sprechchöre ein. Sie übernehmen eine Kommentarfunktion. Regieanweisungen werden nicht gespielt, sondern innerhalb der Szene vorgetragen. Auch Lieder und Verse setzt Brecht ein, um den noch übrigen Naturalismus gänzlich zu brechen. Brechts Ziel war es, jegliche Grundlage der Identifikation zu nehmen. Im Gegensatz zu Aristoteles sollte der Zuschauer bei Brecht zu kritischem Denken angeregt werden. Kurz gesagt: Das epische Theater ist gekennzeichnet durch Alltagskleidung statt Kostüm, arme Bühne statt reiche, Abstraktion durch den Einsatz eines Chores, Offenlegung von Kommentaren und Regieanweisungen, Einsatz von Liedern und Versen. Ziel der Verfremdungseffekte ist Distanz zum Zuschauer und damit Anregung zum Nachdenken.